Einfügen einer Bilddatei. Dieses Video zeigt, wie eine Bilddatei in ein Dokument in Reiter eingefügt wird. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Reiter und geben zwei Leerzeilen ein und setzen den Cursor wieder oben links. Nun wählen wir das Menü, Einfügen Bild. In der Dialogbox Bild einfügen wählen wir die Bilddatei, Milchtüte, aus und klicken auf Öffnen. Das Bild wird nun im Dokument dargestellt. Hinweis zum Bild: Das Bild hat eine Größe von 2,88 MB und die Masse von 17 cm x 25,7 cm und passt somit genau in eine A4-Seite hoch, die jeweils rings um 2 cm Rand hat. Da es sich bei der Bilddatei Milchtüte um ein Bild handelt, auf dem auch Schriften zu lesen sind, ist darauf zu achten, dass die Komprimierung nicht zu stark eingestellt wird. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen im Menü Komprimieren. Unten in der Dialogbox bei Auflösung wählen wir 300 dpi aus. In der Dialogbox rechts, oberhalb der Mitte, befindet sich der Button Berechnen. Auf diesen klicken wir und sehen nun die Größe der Bilddatei in Kilobyte, vor und nach der Komprimierung. Wir klicken auf OK. Wenn wir die komprimierte Bilddatei nochmals verwenden möchten, klicken wir wieder mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Speichern. Wir geben einen anderen Namen ein, zum Beispiel 2016 HBLOEEB Milchtüte 1 MB JPG und klicken auf Speichern. Das Bild hat nun eine Größe von circa 1 MB und belegt noch die ganze Seite. Wir wollen nun die optische Größe der Bilddatei anpassen. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen im Menü Eigenschaften und den Tabtyp. In der Dialogbox Bild machen wir ein Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten und geben bei Breite 8,50 cm ein und klicken OK. Das Bild ist nun nur noch halb so groß wie zuvor und die Schrift ist noch lesbar. Mit der Einstellung für Breite und Höhe des Bildes kann man nach Belieben experimentieren. Wir fügen nun noch das Bild Q ein. Dazu betätigen wir so oft Return, bis der Cursor unterhalb des Bildes Milchtüte steht. Nun wählen wir das Menü Einfügen Bild. In der Dialogbox Bild einfügen wählen wir die Bilddatei Q auf der Wiese aus und klicken auf Öffnen. Das Bild wird nun dargestellt. Das Bild hat eine Größe von 4,63 MB und die Masse von 3744 x 2808 Pixel. Das Bild passt sich in die verfügbare Seitenbreite von 17 cm ein. Wir wollen nun das Bild Q auf der Wiese komprimieren. Bei der Bilddatei Q auf der Wiese handelt es sich um ein Bild, das ein Objekt, in diesem Fall eine Kuh, darstellt. Hier ist es nur wichtig, dass das Objekt als solches erkannt wird. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen im Menü Komprimieren. Unten in der Dialogbox bei Auflösung wählen wir 300 dpi aus. In der Dialogbox rechts, oberhalb der Mitte, klicken wir auf den Button Berechnen. Nun sehen wir die Größe der Bilddatei in Kilobyte vor und nach der Komprimierung. Wir klicken auf OK. Wenn wir die komprimierte Bilddatei nochmals verwenden möchten, klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Speichern. Wir geben einen anderen Namen ein, zum Beispiel 2016 HBLOEEB Q auf der Wiese 1 MB JPG und klicken auf Speichern. Das Bild hat nun eine Größe von circa 1,2 MB. Das Bild belegt noch die ganze Seitenbreite. Wir wollen nun die optische Größe der Bilddatei anpassen. Dazu klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen im Menü Eigenschaften und den Tabtyp.
In der Dialogbox Bild machen wir ein Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten und geben bei Breite zum Beispiel 5,0 cm ein und OK. Das Bild ist nun nur noch circa ein Drittel so groß wie zuvor. Mit der Einstellung für Breite und Höhe des Bildes kann man nach Belieben experimentieren. Wir wollen nun das Bild Milchtüte zuschneiden. Wir klicken auf das Bild Milchtüte und ziehen das Bild größer, indem wir den grünen Anfasserpunkt, zum Beispiel links unten mit der linken Maustaste halten und nach links unten ziehen. Wir klicken mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen im Menü Zuschneiden aus. Die Anfasserpunkte sind nun rot. Die Anfasser können nun mit der linken Maustaste halten in das Bild gezogen werden. Dies führen wir mit den Eckpunkten aus, so dass nur noch der Schriftzug "haltbare fettarme Milch" im Ausschnittrahmen steht. Ist der Ausschnitt wie gewünscht, einfach irgendwo neben dem Bild klicken, so dass die Markierung des Bildes aufgehoben wird. Das zugeschnittene Bild braucht nicht gespeichert werden. Es ist zwar nur der Ausschnitt zu sehen, aber das gesamte Bild bleibt im Dokument erhalten. So kann über die Funktion Zuschneiden der Ausschnitt auch wieder vergrößert werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter